Moin Leute und ganz herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Funbus Simulator. Letztes Mal sind wir ja gefahren Heidelberg-Würzburg. Und da würde ich jetzt einfach mal schauen, was sich denn so ergibt. Und da würde ich jetzt einfach mal eine neue Route starten. Und würde dann gerne von Würzburg über Darmstadt nach Mainz. Und ja, dann weiter nach Wiesbaden, Frankfurt Airport und Frankfurt. So würde unsere Strecke mal aussehen. Und Check-in-Dauer 2, 1, 2. Ich sag jetzt einfach mal 2. Und die Route heißt Würzburg-Frankfurt, ist ja perfekt. Ist die Linie, oh, sagen wir mal, 10. Ja, speichern. Würzburg-Frankfurt. Und wir haben auch einen neuen Bus, habe ich gesehen. Den Lions Coach C, der hat hinten 2 Räder. Und ist auch ein bisschen länger. Ich kann den auch anpassen. Keine Lackierung, mein Fernbus Flixbus. Ah, okay. Nummernschild. Stuttgart. Gaming Potatoes. 2016. Was mehr geht gar nicht drauf, ja dann nur 16. Ist ja geil, wann kann man denn das machen? So, Schwierigkeit, einfache Türsteuerung, einfaches Fahren, Start vom Depot starten, automatischer Service. Ja, lassen wir mal alles dran. Datum heute ist der 20. September. 19.38 Uhr. Oh Gott, da muss ich jetzt klicken. 19.38 Uhr. Du musst Stufe 3 erreichen, um dies freizuschalten. Seit wann kann ich die Zeit nicht mehr einstellen? Das konnte ich letztes Mal noch. Oha, okay. Alles klar. Dann starten wir mal. Wunderbar! Dann muss ich bloß hoffen, dass mich niemand in Steam oder des Ähnlichen anschreibt. So. Ah ja. Da wären wir auch und dieses Mal auch endlich mit 60 FPS, denn ich nehme auf meinem Zweitbildschirm auf. Uiuiui, ist das laut. Muss ich mal bei... Upsa. Entschuldigung, muss ich bei mir mal ein bisschen leiser machen. So, wen haben wir denn heute alles? Auf der Anzeige steht leider nichts. Och nee, das jetzt schon wieder. Okay, alles klar. Das ging, glaube ich, mit... Sound resumed. Was? Sound muted. Sound resumed. Okay, da muss ich mal ganz kurz im TS raus, weil ich brauche diese Tasten. So, tut mir leid. Screenshot. Fuck! Ich wusste es letztes Mal. Wieso kann ich mir das nicht mehr öffnen? Mann, einloggen. Wir möchten uns mal gerne einloggen, so. Wunderbar. Dann möchten wir kurz die Steuerung angucken. Nein. Nein, 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 nein. Vom Fahrzeug. So, genau. Gepäckluke rechts öffnen war F7. Okay, alles klar. F7. F7.
7, so. Anzeigetafel Z. Warum kann ich mir das nie merken, ja? Warum? Z. Frankfurt Darmstadt, ja, wunderbar. Halt. Hinsetzen? Hallo? Vorne wieder aufmachen. Halt, bevor ich vergesse. Rechts dann auch die Luke, ja, perfekt. So. Ja, wunderbar. Sie sind Satma Singer. Wo wollen Sie denn hin? Satma Singer. Ah ja, genau. Tut mir leid. Dieser Fahrgast möchte nach Heilbronn. Ich fahre aber nicht nach Heilbronn. Ist das gültig? Moment, Jonathan Schneider. Ja, natürlich ist das gültig. Fahren Sie in meine Richtung? Neowitz, jawohl, fahre ich in Ihre Richtung. Ich würde gerne ein Ticket kaufen. Nach Darmstadt? Oh, das ist auch neu. Meli Niemann. Jawohl. Natürlich. Jawohl, auf geht's. Ja, natürlich ist das gültig. Sie müssen mich nicht immer fragen. Etienne Koller, alles klar. Ja, natürlich sind Sie hier richtig. Würzburg-Frankfurt, eigentlich kann ich da schon Ja anklicken. Alter Schwede, ist das laut. Nach Augsburg fahre ich nicht hin. Ciao, das Ticket. Bitte schön. Darmstadt. Ja, na selbstverständlich. Kein Problem, ich komme schon zurecht. Oh. Ja, sind sie. Wunderbar. So, die hintere Tür ist auch noch offen. Wie habe ich denn die aufgemacht? Auf jeden Fall machen wir mal hier zu. Und machen mal F9 und F10. Was steht da? F8? F12? Was denn? Hä, wo ist denn die behinderte Tür? Hä, was ist... Was meckerst du denn überhaupt rum? Stopp, Türen nicht geschlossen. Welche denn? Eieiei. F7? F8? Ah, F8. Alles klar, F8. Mit F9 mal hierzu. Wunderbar. Was denn jetzt? Was ist die wieder offen? F7. F9? Oh, jetzt. Können wir jetzt endlich losfahren? Ah, oh, dankeschön. Meine Güte. Oh je, oh je. Das war was Größeres. Ja, meine Damen und Herren, tut mir leid. Und herzlich willkommen bei Flixbus. Wir freuen uns, dass ihr an Bord seid und wir gemeinsam unser heutiges Reiseziel ansteuern. Bevor wir richtig in Fahrt kommen, hier ein paar Hinweise. Auch bei unserem Da, ich muss mal, bevor der jetzt weiter labert, ja, ich muss mal ganz kurz was einstellen. Ja, und zwar die Umgebung mal extrem runterschrauben. So. Perfekt. Bitte schnallt euch deshalb während der gesamten Fahrt an. In den Sitztaschen vor euch findet ihr unsere Bordkarte mit weiteren Sicherheitsmaßnahmen.
Oh, Polizei. Oh, oh. Wir haben grün. Die haben die Steuerung auch extrem umgeändert, habe ich das Gefühl. Oh, die Sonne blendet. Alles Schwede, ich sehe gar nichts. Wo ging denn Blinken? Ah, hier. Ah, wunderbar. Also wir wollen rechts natürlich. So, Ankunft in Darmstadt 0 Meter? Was? 0 Meter, aber noch 1,5 Stunden, das ist auch nicht schlecht. Mal gucken, wie früh wir dieses Mal da sind, weil letztes Mal sind wir ja, glaube ich, eine halbe Stunde früher da gewesen. Kriegen wir auch mal grün, oder? Na, jetzt. So, wir haben einen großen Bus, deshalb müssen wir größer ausholen, natürlich. Oh, man merkt schon, der braucht einiges mehr an Platz. Oh, okay. Dynamisches Wetter. Ah, jetzt wieder. Jetzt habe ich jetzt noch nicht nachgeguckt, ob man das irgendwie ausstellen kann, dass es automatisch da wieder zurückgeht in diese Kameraperspektive, weil das kotzt mich echt an. Steht eigentlich irgendwo, dass wir tanken müssen, oder? Nö. Okay, gut. So, 70 dürfen wir fahren. Machen wir mal ein Tempomat rein. Man, der labert immer noch. Ich habe jetzt gerade meinen Controller gar nicht zur Hand, oder? Nee, tut mir leid. Ich würde es gerne mal mit Controller probieren, aber... gerade nicht zur Hand. Ich bin echt noch am Überlegen, ein Lenkrad zu kaufen. Weil ich dann doch schon einige Rennspiele oder... ja, sagen wir mal Simulationen spiele, wo man ein Lenkrad gebrauchen könnte. Deshalb, ja, Weihnachten ist ja dann auch bald vor der Tür. So, machen wir den neuen Tempomaten mal bei 100 rein. Wunderbar. Hallo, neuer Tempomat. So. Naja, okay. Hat er nicht angenommen, warum auch immer, keine Ahnung. Wenn wir wissen, unterwegs nach... da, wo steht's? Darmstadt. Immer noch 0 Meter. Und die Sonne... warte, ich kann hier doch irgendwo... Sonnenrollo... Sonnenrollo... Holy shit! Alles gut bei euch? Ich hab doch hier irgendwo das... Lichtschalter hoch, runter. Okay, ich habe ja automatisch das Licht, da bräuchte es ja dann nicht wirklich. Sonnenrollo, Sonnenrollo. Hä? Ich habe das doch vorhin irgendwo gelesen. Polizei. Das sollten wir uns nicht crashen. WC-Freigabe I. Alles klar. Machen wir mal ein Tempomat rein. Warum geht der nicht? Alter, ich sehe überhaupt gar nichts. Klimaanlage, Fahrgastscheiben. Oi, 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 oi.
Nee, muss ich mir mal nochmal alles aufschreiben hier, damit ich alles hier parat habe. Oh, oh, Warum fahren wir Slalom? oh. Wir fahren kein Slalom. Was labert der eigentlich? Muss ich den einfach gleich überholen? Ah, nee, nee, okay, gut. So, jetzt haben. Ich bin doch noch. Okay, der Controller ist ja übelst hart eingestellt. Ich kann überhaupt. Also, ich habe extra Einstellungen gemacht, aber da kam ja heute ein Update raus. Ja, 1,5 GB, glaube ich. Und. Ja. Da haben sie ja einiges umgeändert. Ich habe auch gerade gesehen, neue Kommentare von den Leuten, aber auch anscheinend, also ich habe irgendwie das Gefühl, die Steuerung mit der Tastatur ist jetzt ist irgendwie besser geworden, ja. Aber dafür ist die Steuerung mit dem Controller komplett weg. Ja. Jetzt kommt wieder. Ja, ist okay. Lol, rauchen wir? Nee, das ist wahrscheinlich Nebel oder sowas. Aber ich dachte gerade, hinter uns ist ziemlich weiß. Ich dachte schon, ich muss jetzt anhalten und ADAC rufen oder sowas. So, was dürfen wir hier? 80, ja, müssen wir ein bisschen abbremsen. Müssen wir ein bisschen abbremsen. Aber jetzt zum Beispiel sind es die Abgase oder was? Was soll das darstellen? Jetzt sehe ich es nicht mehr im Spiegel, aber das Weiße hinter uns, weil das sah gerade auf der Brücke übelst so aus, als ob das wie unsere Abgase sein soll. Juhu! Okay, da stehen sie. Und wir müssen eh rechts. Oh, ein bisschen arg weit vorher angehalten. Wir haben grün. Fahren Sie. Fahren Sie. Hallo. Hallo? Warum muss man eigentlich immer in ein Spiel einbauen, dass wenn man zu dicht auffährt, dass die Autos nicht mehr fahren? Was ist das? Okay, irgendwie ist mein Spiegel gerade ein bisschen buggy. Wahrscheinlich eh wieder rücksetzen. Dann warten Sie, warte mal, ich habe eine Rückfahrkamera. Ist ja mal geil. Ne? Habe ich auch noch nicht gesehen. Aber ich hoffe, der fährt jetzt los und blockiert nicht wieder die ganze Kreuzung. Jetzt kann ich kurz gucken, was Lichthupe ist. Licht, 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 Lichthupe. Gibt's auch nicht. Gut. Oh, es geht zweispurig weiter, ist ja auch nicht schlecht. Ich habe irgendwie das Gefühl, so richtige einspurige Straßen gibt es hier gar nicht. Das ist alles ausgebaut wie auf einer Bundesstraße. Das, ja, hätte man ein bisschen anders machen können. Ja, obwohl, fährt Flixbus überhaupt auf solchen Straßen, ist ja noch eine andere Frage.
Weil Flixbus geht ja immer bloß von und da hast was zum Aufputzen. Mensch, stell die nicht so. Oh. Nee, was ich gerade sagen wollte, Flixbus fährt doch bloß von einer Großstadt zu einer Großstadt. Die fährt ja nicht irgendwo, keine Ahnung, die fährt dann nicht irgendwo zwischen den Ortschaften rum, sondern hauptsächlich ja zum Beispiel, gerade wie hier, von Würzburg nach Darmstadt. Deshalb, ja. Vielleicht haben sie das deshalb eingeführt. Kann ich mir gut vorstellen.